Liebe Trickster und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch mein Everyday Carry Around Stuff. Was hat eigentlich ein Magier, beziehungsweise was habe eigentlich ich immer dabei, sodass ich on the spot, wenn mich irgendwer fragt, ey, kannst du meinen Trick machen, sofort zaubern kann. Bevor ich jetzt loslege und euch erzähle, was ich so den ganzen Tag mit mir rumschleppe, schreibt doch gerne in die Kommentare rein, was habt ihr immer dabei? Gibt es irgendwas, was ihr wirklich immer auf Abruf dabei habt und performen könnt? Punkt 1, und ich glaube, das werden die allermeisten von euch ebenfalls fühlen, ein Kartenspiel. Ich habe in meiner Jackentasche immer ein Kartendeck mit drin und manchmal auch in der Hosentasche noch ein zweites zusätzlich. Und zwar nicht irgendeins, sondern im Regelfall habe ich ein markiertes Kartenspiel in der Tasche, weil ich damit wirklich die allermeisten Optionen habe. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was ein markiertes Kartenspiel ist, checkt doch einfach die Infokarte da oben. Da erkläre ich euch einen richtig, richtig tollen Trick und spreche euch so ein bisschen über das Prinzip von markierten Karten und was man damit alles machen kann. Das Interessante ist, dass es wirklich in 90% der Fälle, wenn in Alltagssituationen im Gespräch aufkommt, ey, ich bin Zauberer und jemand will einen Zaubertrick sehen und dann hole ich ein Kartenspiel aus meiner Tasche, dann rollen die Leute meistens schon fast mit den Augen und sind so, wirklich, das hast du echt dabei. Also es ist schon ganz lustig, für die Leute ist das wirklich eine fremde Welt, für uns ist das völlig normal, dass wir ein Kartenspiel in der Tasche haben, aber überlegt mal, wie weird wäre das gewesen damals, als wir noch nicht Zauberer waren, wenn wir ein Kartenspiel in der Tasche dabei gehabt hätten. Das ist schon ziemlich seltsam, das dürfen wir nicht vergessen, aber bietet immer viel Stoff für Comedy. Also, Kartenspiel muss immer sein, ein paar Kartentricks kann man immer machen. Ansonsten habe ich immer in meiner Innentasche von der Jacke mindestens eine Packung Loops dabei. Mit Loops kannst du Geldscheine schweben lassen, einzelne Spielkarten schweben lassen. Du kannst damit aber auch Mentaleffekte machen. Du kannst Dinge telekinetisch bewegen, ohne sie zu berühren. Du kannst Menschenberührungen spüren lassen, ohne sie zu berühren. Es gibt viele Gimmicks in dem Bereich. Invisible Thread, Venom, Tarantula, Spider-Pen Pro. Kleiner Funfact, ich habe einen Spider-Pen gehabt, habe den ausgepackt, zum ersten Mal damit geübt. Mir erstmal ganz in Ruhe das Tutorial angeguckt, da wird genau erklärt, ey, wenn es reißt, mach das und das und das. Wenn das passiert, mach das und das. Es ist mir gerissen beim Üben und die Spule ist durchgedreht, Batterie ist überhitzt, das Ding ist kaputt gegangen. Ja moin. Innerhalb von 20 Sekunden oder so. Ja, das hat doch nicht so viel Spaß gemacht, deswegen vom Spider-Pen bin ich persönlich nicht so der Fan. Und genau deshalb bin ich so ein Fan von Loops geworden. Loops sind einfach für mich persönlich das Unkomplizierteste in dem Bereich. Du hast die einfach am Start, eine Bewegung und sie ist griffbereit und wenn sie reißen, dann reißen sie halt. Dann nimmst du direkt den nächsten Loop und gut ist. Und du hast keinen Stress mit Fädeln und wieder hier und da und wie. Ja, das nervt mich an anderen Gimmicks teilweise einfach extrem. Außerdem habe ich immer wieder Phasen, paar Monate ja, paar Monate nein, wo ich gerne Ringe trage. Und mit Ringen kannst du halt wirklich tolle Magie machen. So schön. Ja, also auch Ringe sind ein tolles Equipment, um damit zu zaubern, weil auch einfach so viele Leute Ringe tragen. Wenn du irgendwen fragst, hey, trägt dir irgendwer einen Ring? Irgendwer hat immer einen da und damit kannst du dann wirklich tolle Zaubertricks machen. Und ansonsten, was ich immer dabei habe und was eigentlich wirklich jeder von euch auch immer dabei hat, ist das hier. Mein Handy. Auch mit dem Handy kannst du wirklich, wirklich viel Zauberei machen. Du brauchst nicht mehr irgendwelche speziellen Apps. Ich habe euch in der Infokarte da oben einen Trick erklärt, wie du den Zuschauer eine Karte ziehen lässt, die Karte auf dem Handy erscheinen lässt und dann aus dem Handy herausziehst. Und das alles ohne irgendwelche speziellen Apps, einfach nur mit der Galerie, die jedes Handy standardmäßig drauf hat. Ansonsten gibt es auch wirklich viele tolle Apps, mit denen du wirklich krasse Zaubertricks machen kannst. Das Ding ist, ich möchte die jetzt eigentlich alle gar nicht so beim Namen nennen, weil bei vielen Dingen den Leuten gar nicht klar ist, dass da eine App hintersteckt und wenn ich das jetzt sage und ihr googelt das und findet das raus und es kann jetzt jeder, schwierig. Ich würde euch da einfach eher empfehlen, seht euch beispielsweise bei jcmstore.com um oder bei irgendwelchen anderen Zaubershops, da findet ihr definitiv unter den Rubriken Downloads oder Apps auch immer wieder Magie fürs Handy. Was ich euch da auf jeden Fall nennen kann, das kennen eigentlich fast alle mittlerweile, deswegen ist kein so großes Geheimnis mehr, Unlocked. Unlocked ist ein wirklich toller Effekt, wo der Zuschauer mit seiner Handy-PIN euer Handy entsperrt kann oder mit seinem Geburtstag. Ihr könnt diese ganzen Infos abrufen. Ihr wisst jetzt, wann der Zuschauer Geburtstag hat, ohne dass der Zuschauer weiß, dass ihr das wisst. Und mit dieser Information könnt ihr jetzt hammermäßige Mentaleffekte machen. Unlocked ist ein wirklich, wirklich schönes Teil. Das gibt es auch beispielsweise im JCM Store. Ich verlinke es euch einfach mal in der Videobeschreibung. Ich gucke gerade noch irgendwas, was ich problemlos ansprechen kann. Was, glaube ich, viele von euch kennen, ist Inject beispielsweise. Ich glaube, das ist echt so mit die bekannteste Zauber-App. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich hätte ein schlechtes Gewissen, bestimmte Dinge jetzt anzusprechen.
sprechen. Weil wirklich vielen nicht bewusst ist, dass man das alles wirklich mit Apps bewerkstelligen kann. Also ich kann nur sagen, ein Handy ist so eine Wunderwaffe. Du kannst so viel Zeug damit machen, womit die Leute gar nicht rechnen, dass das wirklich mit jedem normalen Handy normal machbar ist. Ansonsten, was ich auch immer sehr gerne performe, ist iCurveball von Osperman. Das machst du mit dem Handy des Zuschauers. Völlig impromptu, ohne irgendwelche Apps oder sonst was. Du nimmst das Handy des Zuschauers, er wählt sich einen Kontakt aus und denkt an diese Person und du liest seine Gedanken und weißt ganz genau, an wen er denkt. Und wenn du es richtig performst, dann weißt du auch noch ein paar Hintergrundinfos zu dieser Person. Toller Mentaleffekt, ich habe da so schöne Reaktionen drauf. Den mache ich echt mit am liebsten eigentlich. Und das alles einfach nur mit den Handys, die die Leute sowieso dabei haben. Und das war auch eigentlich schon alles, was ich wirklich jeden Tag dabei habe. Das ist nicht viel. Ich weiß, andere Magier haben dann oft noch irgendwelche Münzgimmicks mit am Start und. Ich habe eine kurze Zeit gehabt, da bin ich wirklich immer mit Besteck in der Tasche rumgelaufen. Als ich gerade Gabeln verbiegen gelernt habe. Ja, das war eine weirde Zeit und es kommt auch für die Leute echt weird an, wenn die sagen, ey, zeig mal einen Zaubertrick und du holst eine Gabel aus deiner Jackentasche. Aber ey, das war eine wichtige Übungsphase für mich. Naja, Freunde, das war alles, was ich so den ganzen Tag mit mir rumschleppe. Das war's auch eigentlich schon an der Stelle. Ich weiß nicht, was euch dieses Video jetzt gebracht hat. Ich weiß nur, dass es sich super viele von euch gewünscht haben, dass ich so ein Video mal mache. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr so den ganzen Tag dabei habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr zum nächsten Video. Bis dann, euer Matti und ciao.